die Ausstellung Hanne Darboven, gepackte Zeit, hier in der Sammlung Falkenberg in den Deichtorhallen Hamburg, ist eine nicht ganz typische Hanne Darboven-Ausstellung. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass wir neben einem Großwerk wie Kinder dieser Welt, was eine ganze Etage hier füllt, eben auch ein bisschen die Werkgenese halt darzustellen. Und vor allen Dingen aber auch die Herkunft des Werkes halt darüber, dass wir die Zeit von Hanne Darboven, die sich von 1966 bis 1968 in New York verbringt, und die vielfältigen Verbindungen, die Netzwerke, die da zu anderen Künstlern entstehen, wie Sol Lue zum Beispiel, Karl André und viele mehr halt darlegen und davon versuchen auch das Werk nachzuzeichnen. Und das Ganze findet dann Widerhall in quasi beigestellten Arbeiten aus der Sammlung Falkenberg, die zum Teil von anderen Künstlern aus der gleichen Zeit eben stammen und die zum Teil aber auch eine direkte Verbindung zu Hanne Darboven aufzeigen. Ja, dieser Bereich der, nennen wir es mal Korrespondenzen, der gliedert sich natürlich auch. Es sind zum einen unmittelbare und direkte Kontakte zu Künstlerkollegen, die hier auch durch Briefwechsel aus dem Bestand der Hanne Darboven Stiftung dargelegt sind. Da sind sehr innige Korrespondenzen, zum Beispiel mit Karl André, der ein sehr, sehr enger Freund von Hanne Darboven gewesen ist. Und von Sol Lue, da gibt es zum Beispiel eine Serie von Postkarten, in der Sol Lue seine Schraffuren halt quasi erklärt. Und wenn man sich das genau anguckt, ist es natürlich sofort möglich, halt über diese Genese des Werkes von Sol Lue auch die Genese des Werkes von Hanne Darboven lesen zu können. Eine weitere durchaus Attraktion, würde ich denken, ist die Leihgabe aus der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, eine Arbeit von Bruce Nauman, die der bei seiner allerersten Einzelausstellung in der Galerie Konrad Fischer 1968 gezeigt hat. Die heißt Six Sound Problems for Konrad Fischer. Und das ist eine Arbeit, die damals für Furore gesorgt hat und die auch Hanne Darboven gekannt hat. Und Hanne Darboven reagiert unmittelbar auf diese Arbeit mit ihren 6 Büchern. Und diese 6 Bücher gibt es tatsächlich als Bücher. Da sind Zahlenfolgen drin, wo Hanne Darboven erstmalig halt mit dem Konstruktionswert, dem K-Wert, also dem Quersummenwert, agiert. Und diese Bücher transferiert sie in 6 Filme. Und diese Filme sind in einem Raum gezeigt, präsentiert, alle 6. Es ist also eine installative Situation, wo eben die Zeit wieder zurück in den Raum kommt. Und wir haben beide Arbeiten hier, die Arbeit von Bruce Nauman und Hanne Darboven, die sind, glaube ich, noch nie zusammen gezeigt worden. Und das ist natürlich sehr erhellend, dahingehend, wie unmittelbar Hanne Darboven auf Werke ihrer Künstlerkollegen reagiert hat. Also, dass wir diese Besonderheiten in der Ausstellung haben, also diese Werkgenesen und auch diese sehr pointierten Gegenüberstellungen mit Arbeiten aus der Sammlung Falkenberg, die verdankt sich natürlich einer sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit der Hanne Darboven Stiftung. Das Modell war ungefähr so, dass wir, also Dirk Luko, Lydia Jung und ich, uns die Sammlungsbestände angeschaut haben und überlegt haben, was steht sowohl zeitlich, aber auch vielleicht ideengeschichtlich in der Verbindung zum Werk von Hanne Darboven. Und das haben gewissermaßen Nicole Krappert und Florentine Galvas von der Hanne Darboven Stiftung gegengecheckt, indem sie ihrerseits die Bestände nochmal durchgeschaut haben. Und die beiden haben dann natürlich mit ihrem profunden Wissen auch um die zum Beispiel Taschenkalender, Korrespondenzen und den Sammlungsbestand der Hanne Darboven Stiftung Belege gesucht für diese bis dahin ja angenommenen Verbindungen. Das ist vielleicht Vito Acconci ein Beispiel. Wir haben aus der Sammlung Falkenberg den New York Fitting Room wieder installiert, der visuell eine ganz deutliche Verbindung zu den New York-Modellen von Hanne Darboven zeigt.
Und bis dahin ist es ja nur eine Behauptung, dass die Verbindung da ist. Wir haben dann aber nachvollziehen können, dass sich Hanne Darboven und Vito Acconci tatsächlich auch gekannt haben, was dem Ganzen natürlich eine andere Ebene gibt. Überhaupt ist auch die Präsentation der Taschenkalender, und da haben wir dankenswerterweise ein ganzes Jahr, 1968, was ja wirklich ein entscheidendes Jahr auch ist für Hanne Darboven, abfotografiert, digitalisiert, in der Ausstellung auf einem Bildschirm laufen, wo man halt diese vielen Bezugnahmen und diese Aufmerksamkeit Hanne Darbovens dem gegenüber, was an anderer Stelle in der Kunstwelt passiert, sehr gut nachvollziehen kann. Da finden sich dutzendweise Einträge wie Konrad Fischer hat angerufen oder Roy war zu Besuch, das wäre dann Roy Kolmer, ein enger Freund, von dem auch Arbeiten in der Ausstellung sind. Und das ist sehr, sehr aufschlussreich, weil sich darüber halt wirklich dieses Feld, dieses Netzwerk, in dem sich Hanne Darboven bewegt hat, ganz gut auch belegen lässt.